natürlich da vor allen Dingen schamanistische Erfahrungen hineinspielen. Und das hier ist die Pflanze. Das sind eben auch diese sogenannten Buttons, sind dann eben diese Knospen, aus denen dann die Blüten entstehen. Und das sind eben so verschiedene Formen, wie diese kleinen Kakteen werden. Also das ist der Peyotl-Kaktus und der Wirkstoff ist das Mescalin, von dem ihr sicherlich auch schon gehört habt. Und das ist vielleicht hier so, da habe ich mal so ein bisschen was zusammengestellt. Der weiße Mann geht in die Kirche und spricht über Jesus und der Indianer geht in sein Tipi und spricht mit Jesus. Das ist also die Wirkung von Mescalin. Er spricht also richtig mit Gott oder mit Jesus. Also über, also da ist der direkte göttliche Kontakt da. Und diese Buttons sind also die Knospen und dort ist eben die höchste Konzentration des Alkaloids Mescalin drin. Das Mittelanhalonium wird aus dem ganzen Kaktus hergestellt. Da haben wir also schon mal, da sind dann natürlich auch wieder Pflanzenwirkungen mit drin in dem homöopathischen Mittel Anhalonium. Es ist also nicht Mescalin, obwohl es auch Mescalinum natürlich gibt. Wie könnte es anders sein? Schon bei den Azteken und den Yaqui wurden also diese Buttons benutzt und zur Selbsterkennung, zur Kampfvorbereitung. Naja, die Azteken waren auch nun besonders kriegerisch, ne? Zur Lösung von Krankheiten bzw. inneren Konflikten, für Verwandlungen. Es fehlt immer das N am Ende, egal, das ist irgendwie im Eifer des Gefechts entstanden. Ja, und es gab dafür auch richtig für die eine Gottheit, die Mescalito genannt wurde. Hernandez war ein Naturforscher, der hat berichtet, dass diejenigen, die die Wurzel der Pflanze essen, wahrsagen könnten über feindliche Angriffe oder Zukunftsglück oder über den Verbleib gestohlener Dinge. Das hat er so beobachtet. Und seht ihr, haben die Pflanze die Wurzel gegessen, also auch schon wieder eine andere Wirkung, eventuell noch mehr die Anhalonium-Wirkung. Denn Mescalin, wie gesagt, aus den Buttons, aus diesen Knospen. Ja, ich habe hier so ein bisschen zusammengestellt, so einige Bilder, die im Zusammenhang mit Mescalin stehen. Und das sind auch so Empfindungen, wie sie im Mescalin-Rausch entstehen können. Also auch die einerseits die Begegnung mit Gott, aber auch andererseits die Begegnung mit dem Teufel. Mescalin als Teufelszeug, der Mensch, der unbevorbereitet und unbewusst eine solche Erfahrung macht, könnte wirklich Dämonisches erleben. Und deshalb auch immer das an der Hand geführt werden von einem, ja, von einem, der einen einweist. Und wir waren mal ganz kurz, heute ist der Martin leider nicht da, aber vielleicht kommt er ja noch. Der hat ja gestern uns gesagt, dass er also alle 5 Bücher von Carlos Castaneda gelesen hat. Das ist dann eben so eine Initialisierung von jemandem, der von außerhalb kommt. Da geht es in den Lehren des Don Juan eben ganz genau darum, dass da ein, er beschreibt sich da selber als jemanden, der dahin gefahren ist und das alles erlebt hat und dann eben diesen Schamanen getroffen hat. Aber ich habe darüber auch schon gelesen und gehört, dass das gar nicht er war, sondern dass er einfach eine Geschichte sich ausgedacht hat. Wie auch immer, er war auf jeden Fall Anthropologe und hat da eine richtige Tretmine losgetreten oder sagen wir mal so, er hat einen wahnsinnigen Erfolg damit gehabt. Ne? Er hat dieses Buch geschrieben und damit also wirklich ganz, ganz großen Erfolg gehabt, weil das auch die Zeit war, so in den 70ern. Ne? Okay, wir haben auf jeden Fall, ne, ob dieser wirklich schwerwiegenden Erfahrung, die dort jemand machen kann, braucht man jemanden, der einen begleitet, denn sonst könnte er eben aus diesem dämonischen Empfinden auch nicht mehr richtig auftauchen, ohne irgendwelche Schäden davon getragen zu haben. Hier sehen wir zum Beispiel mal einen Künstler, der sich hat inspirieren lassen von Mescalin. Und was meint ihr, wer ist das? Was würdet ihr über dieses Bild sagen? Was vermutet ihr, von wem das Bild stammt? Der hat also richtig das hier im Mescalin, unter Mescalin gemalt, dieses Bild.
Picasso, ja, Oui, ja, okay, also genau, ich finde das es ist schlecht, ja, Picasso. genau, Aber das. das ist hier wirklich so eine Mescalin-Erfahrung. Also das ist dieser Farbrausch, der dort entsteht. Ne? Farben, ihr werdet es sehen, Farben schmecken, Geschmack farblich sehen, Wände hören, die merkwürdigsten Empfindungen entstehen unter diesem in diesem Anhalonium-Zustand. Und diesen Anhalonium-Zustand, den werdet ihr zum Beispiel bei Patienten finden, die solche im Sinne der einseitigen Krankheiten, wo also jetzt irgendwelche psychiatrischen, also zum Beispiel auch irgendwelche schizophrenen Zustände sich zeigen. Nun müsst ihr natürlich bei Psychosen immer bedenken, dass ihr das nicht alleine behandeln dürft, aber vielleicht könnt ihr ja zusammenarbeiten mit einem anderen Therapeuten und den auch homöopathisch behandeln. Also Psychosen müssen natürlich von jemandem, der wirklich Erfahrung hat, begleitet werden. Also da geht auch häufig meistens kein Weg dran vorbei an irgendwie Psychopharmaka. Aber es ist eben gerade in dem Anhalonium-Zustand ganz stark immer wieder die Rede von diesen, ja, Farbwahrnehmungen. Und die sind hier, finde ich, sehr schön von Picasso dargestellt. Also die Farben explodieren aus der Mitte heraus, finde ich. Genau. Auch Aldous Huxley, den ihr vielleicht kennt, Schöne neue Welt, hat er geschrieben, hat Mescalin genommen, um ja, auch zum Beispiel seine Kreativität zu steigern und dieses Buch zum Beispiel zu schreiben, weil ich weiß nicht, ob ihr Schöne neue Welt kennt. Es ist so ein bisschen vergleichbar mit 1984, nur noch mit dem Unterschied, dass sie da sozusagen in der schönen neuen Welt eigentlich alle mehr oder weniger happy sind, bis sie dann alle feststellen, dass sie eigentlich nur so eine Art Versuchskaninchen sind. Das ist so eine ja, futuristische Vision und der hat zum Beispiel dann auch gesagt, der Schizophrene gleicht einem dauernd unter dem Einfluss von Mescalin stehenden und ist daher nicht imstande, das Erleben seiner Wirklichkeit auszuschalten. Der Schizophrene hat ja auch überhaupt nicht das Gefühl, dass in der Schizophrenie, der besteht ja auch gar nicht das Gefühl, dass es irgendwie verrückt ist oder sowas, was er da denkt. Der hat ja überhaupt kein Krankheitsbewusstsein. Der kann das auch überhaupt nicht ausschalten. Der lebt da eben mittendrin. Carlos Castaneda hat Peyote dann konsumiert oder er hat auf jeden Fall geschrieben von jemandem, den er als sich selbst bezeichnet, dass er das gemacht hat und hat dadurch ganz viele Menschen in diese uralte Kultur eingewiesen. Und ja, wenn ihr vielleicht noch mal irgendwann Matrix seht, ich glaube, vier Folgen, ich mache den Film irgendwie nicht, weiß auch nicht warum. Vielleicht sogar noch den ersten, obwohl ich eigentlich den Schauspieler ganz gut finde. Oder auf jeden Fall ist er hübsch oder schön. Aber ich finde Matrix nicht so gut. Irgendwie ist mir das zu abgehoben. Auf jeden Fall stammt diese Filmserie von jemandem, von Schülern von Carlos Castaneda. Die sind also solche Adepten von Carlos Castaneda, die da eben diese Initiation und diese vor allen Dingen Ausbildung des Kriegers dort beschreiben. In dieser Filmfolge. Und auch das ist natürlich wieder mal ein Bombenerfolg gewesen. Also die haben das schon irgendwie gelernt. Ne? Ja, verschiedene Ebenen des Bewusstseins und der Mensch kann über seine Grenzen hinausgehen. Also ich bin hier nicht heute hier, um irgendwie Mescalinkonsum irgendwie zu propagieren oder sowas. Wir wollen uns das einfach hier mal betrachten. Manchmal könnte man sich aber durchaus überlegen, man weiß ja immer mehr über die verschiedenen Drogen, die es so gibt. Und es gab ja auch, ich weiß jetzt gar nicht, wie der hieß, den Namen habe ich vergessen, aber der LSD entwickelt hat und dann damit rumprobiert hat, der ist ja irgendwie, glaube ich, vor 5 Jahren gestorben. Hat jemand gerade den Namen parat? Thomas, bitte. Das ist der Worte Albert Hoffmann aus der Schweiz. Aha, genau. Der hat ja,
das wirklich therapeutisch gemacht, beziehungsweise wirklich zur Bewusstseinserweiterung und um anderen Menschen eben auch aus irgendwelchen Krisensituationen herauszuhelfen. Und er selber ist ja auch uralt geworden, obwohl er das ja selber auch konsumiert hat. Man könnte sich vielleicht könnte auch durchaus der Gedanke mal so kommen, kann es vielleicht mal irgendwann eine Zeit geben, in der ein ausgebildeter Psychotherapeut mit einem Patienten, der einwillig, dass er das machen möchte und der ja auch im Grunde genommen freie Bestimmung darüber hat, was mit ihm geschieht, eine solche Reise unternimmt. Ne? Ich meine, das ist etwas, was in vielen Kulturen schon seit Jahrhunderten gemacht wird. Und warum sollten wir da komplett dagegen sein? Also ich möchte es nicht machen, ich möchte es gar nicht wissen, aber ich sag mal so, ganz einfach, ich möchte eigentlich gar nicht so gerne wissen, was da hinter der Mauer ist. Da gehöre ich eher zu den Nachtschatten, Gewächsen, die da eher so ein bisschen Furcht davor haben und da lieber in der Realität bleiben. Aber es könnte durchaus sein, dass dahinter dieser Wand etwas ist, was durchaus sinnvoll ist zu erfahren. Und nun, also das nun komplett irgendwie auszugrenzen, ist sicherlich auch falsch, ne? Weil was wissen wir schon? Okay, gerade LSD wurde dafür ja benutzt. Ja, hier, das ist ein weiteres Bild im Zusammenhang mit einem solchen Anhalonium-Rausch gezeichnet. Jetzt weiß ich allerdings gar nicht, woher das kommt. Da stand irgendwie gar nicht richtig was dabei. Das ist aber auch wiederum interessant. Ich finde, also offensichtlich scheint Rot eine ganz, ganz große Rolle zu spielen bei diesen Farbwahrnehmungen. Und seht ihr diese Dimensionen, in die das hineingeht? Also ich finde dieses Bild hier ganz besonders faszinierend. Das packt mich total und das erinnert natürlich auch ganz stark an die Azteken, ne? Also, dass es irgendwie aggressiv macht oder was, wahrscheinlich auch irgendwie, ne? Das steht wohl auch in dem Zusammenhang. Denn die waren sehr aggressiv, die Azteken. Die haben Blutopfer gegeben und alles Mögliche. Was passiert also, nachdem ein solcher Peyote-Button eingenommen wurde? Das ist also die getrocknete Knospe. Erstmal erzeugt das Übelkeit. Die erbrechen dann auch meistens. Ich habe mir da so, da könnt ihr auch bei YouTube so ein paar Filme sehen. Eigentlich sind die ja die ganze Zeit am Kotzen, so ungefähr. Also aus diesem Film habe ich leider nichts herausnehmen können für euch, sonst hätte ich euch auch ein paar empfohlen. Also es ist einfach nur so immer so eine typische Fernsehberichterstattung, wo man einfach irgendwie völlig neben sich stehende Menschen sieht. Das ist da, es gibt also nichts her, da sind die Bilder hier sehr viel besser. Das erzeugt eben große Übelkeit, die Pupillen werden erweitert und natürlich kommt es dann auch zur Lichtscheu. Es kommt zu verschiedenen Körperreaktionen, also einerseits auf Sympathikus-Ebene, andererseits auf Parasympathikus-Ebene. Also es kommt sowohl zu Muskelentspannung als auch zu Muskelverkrampfung und das kann also komplett durcheinander gehen. Schmerzen, Gesichtsmuskel, Kopfschmerzen und die Sinnesebenen verschmelzen. Gerüche werden gesehen, Wände gehört, Geruchshalluzinationen, Gefühle werden geschmeckt. Also es geht alles ineinander über. So, die Verknüpfung unter den einzelnen, auch unter den einzelnen Assoziationsgebieten im Gehirn laufen wohl sehr viel schneller ab. Und auf diese Art und Weise können dann zum Beispiel auch Wände gehört werden. Das finde ich irre. Ne? Also werde ich mit einmal zur Fledermaus. Ne? Also ich mache es trotzdem nicht, aber ich stelle mir das gerade so vor. Ne? Also wie eine Fledermaus eine Wand hören. Es geht weiter mit optischen Täuschungen. Die werden auch Optics genannt. Okay, Traumwelt und Realwelt verschmelzen. Man sieht alles plötzlich wie an einem frischen Morgen. Das hört sich total schön an. In prachtvollen Farben, kristallklar und unwahrscheinlich farbig. Schließt man die Augen, so drehen sich bunte Feuerräder, fließen Ströme farbigen Lichts wie bunte Kaskaden, funkenklar wie Edelsteine von reinstem Wasser, scheinen herumzuspringen und in der Luft zu schweben. Mitunter hört man eine Musik so schön, wie Musik nur im Traum sein kann. Bald treten Visionen greifbarer Art auf. Die Versuchsperson spinnt die Erscheinungen und Gestalten, die sie zu sehen vermeint, zu langen Träumen,
meist angenehm in den Hals zusammen. Nur selten treten schreckhafte und unangenehme Empfindungen auf oder gar Angstgefühle. Das sagt nun dieser eine, aber es gibt eben auch die wirklich bösen Zustände. Also wo dann der Teufel im Meskalin steckt. Und nun wollen wir uns mal